So, ich denke, der Moment ist gekommen, um anzufangen. Es ist sehr schön, dass Sie sich heute Abend 19 Uhr für unser Webinar begeistern konnten und jetzt auch eingeschaltet haben. Das ist ein sehr wichtiges Thema, was wir heute behandeln, und es freut uns sehr, dass Sie dabei sind. Der Titel unseres Webinars, unseres Online-Talks heute Abend, der ist ja Antibiotika-Einsatz in der Nutztierhaltung reduzieren, Reserve-Antibiotika für Menschen wirksam halten. Es ist mittlerweile ein verbreiteter Fakt, dass die Antibiotikaresistenzen grassieren, dass die immer weiter um sich greifen, dass bereits jetzt jedes Jahr in der EU um die 33.000 Menschen sterben müssen, weil bei ihnen kein Antibiotikum mehr wirkt. Das ist also sehr heftig, und natürlich sind Menschen in den Ländern des globalen Südens da noch viel heftiger betroffen als wir. Es ist auch bekannt, oder es wird zumindest prophezeit, dass diese drastische Todesursache weiter an Fahrt gewinnen wird. Also es gibt ganz krasse Vorhersagen für die nächsten Jahre und Jahrzehnten. Der Blickwinkel, den wir heute Abend einnehmen, das ist ja die Verbindung der Nutztierhaltung zu den Antibiotikaabgaben. Wir wollen uns also angucken, wie da so der Stand der Dinge ist in den einzelnen EU-Ländern. Wir wollen sehen, was sind denn da so die Musterschüler? Welche Länder haben es bislang ganz gut geschafft, die Antibiotika-Einsätze in der Nutztierhaltung zu reduzieren? Und welche haben das noch nicht? Woran liegt das denn? Woran hapert es? Was muss noch passieren? Mein Name ist Lena Wietheger. Ich werde durch den Abend führen. Ich bin Martin Häuslings Mitarbeiterin und arbeite für ihn im Umwelt- und Gesundheitsausschuss des Europäischen Parlaments. Kurz zum Ablauf. Wir haben also 90 Minuten Zeit. Wir haben bewusst den Titel Online Talk gewählt. Wir wollen Sie also nicht quälen mit langatmigen PowerPoint-Präsentationen. Die setzen wir wirklich nur da ein, wo es nötig ist, sondern wir wollen vor allem ins Gespräch kommen, hier in der Runde, aber auch mit Ihnen. Wir bitten Sie also ausdrücklich, dass Sie sich beteiligen. Sie können dafür, wie Ihnen wahrscheinlich vertraut ist, das Frage-Antwort-Tool nutzen. Es gibt auch die Chat-Funktion, wenn Sie untereinander noch diskutieren wollen. Aber für Fragen bitte das Frage-Antwort-Tool. Die Fragen können dann auch gerankt werden. Ja, die Veranstaltung wird aufgezeichnet. Die können Sie dann gerne auch in Ihrer zukünftigen Arbeit nutzen. Die ist auf der Webpage von Martin Häusling dann verlinkt, sobald verfügbar. Ich möchte jetzt gleich das Wort erteilen an Martin Häusling. Der ist ja der Gastgeber des heutigen Abends. Martin Häusling ist der agrarpolitische Sprecher der Grünen im Europäischen Parlament, und er ist auch Mitglied im Umwelt- und Gesundheitsausschuss des Europäischen Parlaments. Er ist zudem auch Biolandwirt. Er ist auf einem konventionellen Betrieb aufgewachsen, den er umgestellt hat. Mittlerweile wird der Betrieb von seinen Söhnen bewirtschaftet. Er basiert vor allem auch auf der Milchviehhaltung. Und wie ich weiß, ist der Antibiotika-Einsatz da auf dem Betrieb sehr gering. Vielleicht kann Martin dazu auch noch ein paar Takte verlieren. Ich übergebe gleich das Wort. Martin, bitteschön. Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Das Thema hat von seiner Brisanz in den letzten 2 Jahren nichts verloren. Sie werden sich vielleicht erinnern, ich bin ja Initiator eines Widerspruchs gewesen im Europäischen Parlament gegen die Festlegung der Kriterien für die Festlegung von Reserveantibiotika in der Humanmedizin und damit verbunden auch in der Tiermedizin. Ich habe damals einen Widerspruch formuliert und habe gesagt, es gibt noch viel zu viele Möglichkeiten in der Tiermedizin, eigentlich Reserveantibiotika einzusetzen. Das war für mich eigentlich eine Initiative, die nicht sonderlich spektakulär war und die auch im Umweltausschuss breite Zustimmung gefunden hatte. Und dann brach sozusagen der Sturm der Entrüstung über mich herein. Einige Kollegen werden sich noch daran erinnern, dass plötzlich der Bundesverband Praktizierender Tierärzte ein Bild von einem treu in die Luft guckenden Hund rumgeschickt hat, nach dem Motto, muss Fifi jetzt sterben wegen der EU oder besonders wegen mir. Daraufhin ging tatsächlich ein Shitstorm los. Es gab 350.000 Unterschriften in einer Online-Petition, die gesagt hat, die EU lässt die Tiere sterben. Und wir konnten nur schwerlich was dagegen tun, denn in Wirklichkeit ging es uns ja darum. Und dieses Problem besteht bis heute darin, dass die meisten Antibiotika in der Tierhaltung in der Mast eingesetzt werden. Und daran hat sich auch nicht viel geändert.
und dabei leider auch viel Reserveantibiotika, vor allem der Hühnermast. Also der Verbrauch von Cholestin, um nur eins zu nennen, in der Hühnermast ist in Deutschland noch immer sehr hoch, obwohl Cholestin zu den von der WHO immer noch genannten Reserveantibiotika, also die eigentlich in den Schrank gehörten für die Menschen. Diese Antibiotika werden auch in der Mast immer noch massenhaft eingesetzt, obwohl andere Länder zeigen, es geht auch anders. Also daraufhin, wie gesagt, diese Kampagne war aus Sicht der Tierärzte erfolgreich, denn dieser Widerspruch wurde abgelehnt von der Mehrheit im Parlament, sehr knapp zuletzt, aber er wurde abgelehnt. Und wenn man jetzt schaut, hat sich grundlegend was geändert. Zuvor der Gesetzgebung muss man leider sagen, es hat sich da nicht viel geändert. Und das werden uns jetzt noch die Wissenschaftler und die Ärzte und Tierärztinnen dann auch erläutern, dass das leider nicht dazu geführt hat, den Einsatz von Reserveantibiotika in der Tiermast, ich sage es sehr ausdrücklich, Tiermast zu beenden. Denn wir wollten, und das war ausdrücklich Teil der Vorlage, die Einzeltierbehandlung auch weiterhin zulassen, auch mit Reserveantibiotika. Ja, das Thema wird mich so schnell nicht verlassen, weil immerhin gibt es ja Initiativen der EU-Kommission. Die Farm-to-Fork-Strategie beinhaltet auch eine 50-prozentige Reduktion von Antibiotika. Und wir warten gespannt darauf, dass die Kommission an dem Punkt dann auch mal handelt. Aber scheinbar hat sie nicht mehr den Mumm, da auch noch jetzt eine Initiative loszutreten. Aber Lena hat es gesagt, die Dringlichkeit des Themas ist wirklich nach wie vor überragend. Und man kann gar nicht oft genug darauf hinweisen, dass wir sozusagen tatsächlich irgendwann mal vor der Situation stehen, dass eine Menge Antibiotika nicht mehr wirken. Und das werden andere bestimmt auch gleich noch sagen, neue erfinden wir nicht mal eben oder bringen wir auf den Markt. Da sieht es nämlich so aus, dass in den letzten Jahren keine neuen Antibiotika auf den Markt gekommen sind, weil entweder ist die Entwicklung so teuer oder es gibt tatsächlich keine Alternativen. Deshalb müssen wir mit dem, was wir haben, sorgsam umgehen und auswählen, wo wir denn Antibiotika einsetzen. Meiner Meinung nach muss der Antibiotikaeinsatz in der Tierhaltung, egal ob Reserveantibiotika oder auch normalen Antibiotika in Anführungszeichen, weiter drastisch reduziert werden. Das Thema Antibiotika wird uns noch bei anderen Gelegenheiten in der EU-Gesetzgebung über den Weg laufen. EU-Überarbeitung der EU-Richtlinie für kommunale Abwasserbehandlung. Da werden Sie jetzt fragen, was hat denn das da mit Antibiotika zu tun? Der hat sehr viel mit Antibiotika zu tun, denn gerade Krankenhäuser, aber auch Schlachtereien oder große Tierhaltungsbetriebe geben eine Menge Antibiotika sozusagen in den Kreislauf ab oder auch viele antibiotikaresistente Bakterien. Darauf soll in Zukunft ein besonderes Gewicht gelegt werden, dass es überprüft wird. Und das wäre der wünschenswerte nächste Schritt, dass hinter Krankenhäusern und hinter Schlachthöfen eine Ozonanlage steht, die diese multiresistenten Keime endgültig abtötet. Das ist leider noch nicht Realität. Ich bin gerade mit einem Fall beschäftigt bei uns in Nordhessen. Ein Schlachthof, der jeden Tag 100.000 Masthähnchen verarbeitet, hört sich jetzt komisch an, schlachten lässt, leitet seine Abwässer nach Kläranlage durch einen offenen Kanal mitten durch eine Kleinstadt. Ich habe das angeprangert. Leider hat dann die Überwachungsbehörde gesagt, ja, es gibt keine Veranlassung, das zu messen, ob da multiresistente Keime sind, weil es gibt keine EU-Verordnung dazu. Eine völlig absurde Begründung, aber so ist leider die Realität. Insofern setzen wir die Bevölkerung immer noch mit wirklich gefährlichen, resistenten Bakterien aus, ohne wirklich ernsthaft auf die Gefahr hinzuweisen oder was dagegen zu tun. Aber das wäre nur ein Randaspekt, mit dem man sich auch beschäftigt. Ich darf jetzt das Wort wieder an Lena Wittecker zurückgeben und danke auch, Lena, dass du die Moderation übernimmst und hoffe wir auf viele spannende Vorträge und neue Erkenntnisse und eine spannende Diskussion danach. Ja, vielen Dank, Martin. Martin Häusling hat jetzt gerade auch Bezug genommen auf die EU-Tierarzneimittelverordnung, bei der wir ja ausgiebigst hoch und runter diskutiert haben, wie mit Reserveantibiotika umzugehen ist und ja leider mit dem Ergebnis auch überhaupt nicht zufrieden waren. In dieser neuen Tierarzneimittelverordnung, die ja auch die Basis bildet für das Tierarzneimittelgesetz in Deutschland, da steht ein Artikel zu der routinemäßigen Verwendung von Antibiotika drin. Und ich lese dir mal kurz vor. Da steht, antimikrobiell wirksame Arzneimittel dürfen nicht routinemäßig eingesetzt oder angewendet werden, um mangelhafte Hygiene
unzulängliche Haltungsbedingungen oder Pflege oder unzureichende Betriebsführung auszugleichen. Das steht da drin. Was allerdings nicht weiter ausgeführt wird, ist eben, was ist denn eigentlich diese routinemäßige Anwendung? Und es war so, dass sich im Europäischen Parlament innerhalb der grünen Fraktion 4 Abgeordnete aus 4 Ländern zusammengeschlossen haben, um eine Studie in Auftrag zu geben, um dieser Frage nachzugehen und eben auch zu schauen, wie sieht es denn überhaupt aus in der EU? Wo läuft es gut mit der Antibiotikareduzierung und wo läuft es nicht gut und woran liegt das und was können daraus für Lehren gezogen werden? Ein Autor dieser Studie ist heute Abend bei uns, das ist Dr. Andreas Striezel. Der hat die Studie zusammen verfasst mit Frank Brendel, der leider nicht dabei ist, und Mitarbeit war Dr. Anna Sprenger. Ja, Andreas wird uns jetzt die Knackpunkte der Studie präsentieren. Vorweg noch ein paar Worte zu Dr. Andreas Striezel, der ist also Tierarzt. Außerdem ist er Biolandberater für ökologische Tierhaltung, hat dabei seinen Schwerpunkt bei den Wiederkäuern und der Tiergesundheit. Und er ist eben auch Autor, zum Beispiel auch für die Zeitschrift für ganzheitliche Tiermedizin. So, Dr. Striezel, bitteschön. Ja, Lena, herzlichen Dank. Jetzt muss ich mal eben gerade die Präsentation noch aufmachen. Ja. Auch von mir einen guten Abend zusammen. Ja, diese Anmoderation hat es uns gesagt, es ist eine Bedrohung, die Resistenzen. Und Fakt ist, je mehr Antibiotika eingesetzt werden, desto höher ist das Risiko, dass Bakterien Gegenstrategien entwickeln. Jetzt mache ich das Ganze nochmal groß. Das ist ein evolutionärer Prozess und das heißt auf der anderen Seite, Länder, die viel Antibiotika verbrauchen, sind von Resistenzen am meisten betroffen und diese Resistenzen machen nicht an Ländergrenzen Halt. Und deswegen möchte ich auch erstmal meinen Blick etwas weiten von der europäischen Ebene auf die globale Ebene und nochmal die Todesursachen von Menschen 2019 hier referieren. Die Antibiotikaresistenzen standen nämlich auch auf der Agenda der G7-Gesundheitsminister unter der deutschen Präsidentschaft in 2022. Und dazu gibt es auch eine Broschüre, da kann man das sehr gut nachlesen. Und die basiert auf Zahlen einer Studie von 2022, die hier nochmal deutlich macht und die antimikrobiellen Resistenzen, die AMR, einordnet in andere Todesursachen. Und 5 Millionen Menschen werden in Zusammenhang gebracht, deren Tod wird in Zusammenhang gebracht mit AMR. Und davon sind es noch einmal 1,27 Millionen, die direkt durch antimikrobielle Resistenzen zu Tode gekommen sind. Das heißt, es geht hier um unwirksame Behandlungen. Und das ist also nicht nur die 33.000, die schon schlimm genug sind in Europa, sondern es ist hier weltweit eigentlich eine Katastrophe, die passiert. Und viele dieser Todesfälle wären ja vermeidbar, weil ja die Maßnahmen bekannt sind, um die Gesundheitssysteme vor AMR zu schützen. Und wir kennen auch die Bakterien, die dafür verantwortlich sind. Das sind E. coli, das sind Klebsiellen, das sind Staphylokokken und Streptokokken. Und die sind dann gegen wichtige Reserveantibiotika eben resistent, gegen Fluocinolone, Carbapeneme, Cephalosporine der dritten und vierten Generation und andere Beta-Lactam-Antibiotika. Da diesen Antibiotika werden wir später nochmal begegnen, wenn wir uns um die Tiere kümmern. Und nochmal ganz klar, um diese Situation zu verbessern, müssen Human- und Tiermedizin in ihren eigenen Bereichen zu einem reduzierten Einsatz von Antibiotika kommen. Und deswegen begrüße ich es ausdrücklich, dass hier auch beide Professionen vertreten sind auf dem Podium. Präventionsmaßnahmen bei Menschen stehen hier im Vordergrund, sicherlich auch weitere Hygienemaßnahmen und auch sicherlich ein reduzierter Einsatz bei viralen Erkrankungen und Impfstrategien, soweit das möglich ist. Und dann eben auch der Teil, über den wir heute reden, nämlich die Veterinärmedizin.
Und da bleiben wir nochmal in der globalen Sichtweise. Das hier sind Schweinehochhäuser in China. Und das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen, was hier in anderen Teilen der Welt passiert und was auch möglicherweise zu uns rüberschwappen kann. Denn für 2023 wird ein Anstieg der weltweiten Schweinefleischproduktion um 1% auf prognostiziert und davon allein in China ein 2%iger Anstieg. Auch USA, Brasilien, Mexiko steigen in ihren Produktionsbedingungen weiter an und gleichzeitig sinkt aber der Schweinefleischproduktion, die Schweinefleischproduktion in der EU und im United Kingdom. Das heißt aber weltweit ein deutlicher Anstieg. Und die Auswirkungen, die das hat, das sehen wir dann, wenn nämlich wir den Verbrauch von Antibiotika uns anschauen, der mit diesen immensen Wachstum und diesen dichten Haltungsbedingungen hier in China verbunden sind, nämlich der Anstieg von Antibiotika. Und da kommen wir auf das, was Martin Häusling gerade gesagt hat, nämlich es gibt eine sehr interessante Studie des Karolinska-Instituts Stockholm, die auch nochmal nachweist, dass in den fast allen Gewässertypen in Südostasien eben Antibiotika nachgewiesen. Insgesamt 45 verschiedene Antibiotika aus dem Human- und Veterinärbereich. 80-90% der Abwässer werden nicht geklärt und die resistenten Erreger können dann ihre Reise auch um die Welt antreten. Das kennen wir ja, das haben wir in der Vergangenheit ja mit Corona erlebt. Und das möchte ich auch nochmal zurückspiegeln auf den europäischen Fokus. Die Ausbringung von Gülle kann ebenfalls mit resistenten Keimen kann ebenfalls zu einer Verbreitung von resistenten Keimen in die Umwelt führen. Wir haben hier auch nicht nur die Kläranlagen, auf die müssen wir sicherlich auch hinweisen, aber auch die Gülle ist sicherlich noch ein Thema. Ja, und dass der Antibiotikaverbrauch und die Dichte der Schweinepopulation einen Zusammenhang haben, das zeigt eine aktuelle Studie der TU München hier nochmal sehr deutlich auf. Der Antibiotikaverbrauch nimmt sowohl mit der Anzahl der Tierhaltungsbetriebe als auch mit der Schweinedichte in den Regionen und in den Landkreisen zu. Und damit ist eigentlich klar, es ist das System der intensiven Tierhaltung, die zu einem höheren Antibiotikaverbrauch maßgeblich mit beiträgt. So, und jetzt nochmal zum Verbrauch der Antibiotika. Da zeigen wir nämlich auch sehr schön diese Studie, dass wir bestimmte Hotspots haben, allen voran hier China, dann gefolgt von Brasilien, USA, Indien. Und das Fatale daran ist, dass der Verbrauch von Antibiotika prognostiziert wird, dass er bis 2030 um 8% steigt in den 10 Jahren von 2020 an. Und dass es hier eben gerade Brasilien ist und auch andere Länder wie Thailand, die hier die Führerschaft übernehmen, wo eben deutliche Zuwächse zu erwarten sind. Und in diesen Zahlen, also wir haben insgesamt momentan die gigantische Summe von 100.000 Tonnen Antibiotika, die weltweit hier verbraucht werden. Und in diesen Summen sind noch nicht drin die Zahlen, die in der Aquakultur eingesetzt werden, das sind nochmal 10.000 bis 12.000 Tonnen Antibiotika, die ebenfalls überwiegend im asiatisch-pazifischen Raum eingesetzt werden. Und die haben nochmal Wachstumsraten von 5-6% jährlich. Jedenfalls sind das so die erwarteten Zahlen. So, und dann noch ein Blick auf die rechte Seite, auf die Zuwachsraten von den jeweiligen Antibiotika weltweit. Und da sehen wir, dass hier vor allen Dingen überproportional viele Wachstum, wir bei den Cephalosporinen der dritten, vierten Generation, aber auch eben bei den Polymyxinen, dazu zählt das Colistin, ebenfalls ein Reserveantibiotika. Das sind die hier überproportional hohe Wachstumsraten verzeichnen. So, jetzt kommen wir zu Europa. Wer hat es
Wer kann das eigentlich mit Antibiotika gut umgehen und wer kann es nicht? Es gibt hier verschiedene Trends. Insgesamt müssen wir sagen, ist der Verkauf von Antibiotika in Europa in die Tierhaltungssysteme hinein von 2016 bis 2021 um 2500 Tonnen gesunken und liegt heute Stand 2021 auf dem Niveau von ungefähr auf dem Niveau von 2019 bei insgesamt 5200 Tonnen. Fast alle Länder haben Reduzierungen von 2016 an erreicht. Nur Polen, wir sehen das hier unten, Moment, wir sehen das hier, Polen macht da eine Ausnahme. Polen hatte eigentlich bis 2020 deutlich steigende Zahlen, in 2021 erstmals den Trend umgekehrt und Griechenland hier nicht aufgeführt, weil es auch relativ geringe Verbräuche sind. Aber hier in Milligramm pro PCU, also in Milligramm Antibiotikum pro Populationskorrektureinheit, wie das so schön heißt, das ist praktisch eine Nenngröße, die die Tierpopulation eines Landes über ein Jahr hinweg berücksichtigt und auch das Gewicht der einzelnen Tierarten mit einpreist. Also eine Gewichtsgröße und hier also Milligramm pro Gewichtseinheit ist Polen hier das erste Mal in 21 etwas gesunken, aber immer noch führend in Europa neben Italien und vor allen Dingen Spanien. Und Spanien hat hier eben auch in den letzten Jahren richtig zugelegt. Und das liegt daran, dass in Spanien gerade auch die Schweinehaltung deutlich angestiegen ist. Überhaupt die Viehzahlen steigen. Wir haben die Situation, dass Deutschland beliefert wird von Spanien mit Ferkeln, weil hier die Sauenhaltung abgebaut wird und dort in Spanien wird sie aufgebaut. Und in Spanien ist da ganz offensichtlich noch ein gewisser Nachholbedarf, was den Antibiotikaverbrauch angeht. Also möglicherweise bekommen wir dann auch mit den Ferkeln auch die resistenten Keime wieder zurück. Nur das mal als ein Hinweis darauf, wie die Vernetzungen hier ablaufen. Ja, eigentlich sollten ja alle EU-Länder in der Lage sein, auch die niedrigen Zahlen, wie sie hier zum Beispiel Schweden erreicht hat oder wie wir sie auch in zum Beispiel Dänemark hier erreicht haben, sollten doch alle in der Lage sein, diese zu erzielen. Und das ja bei Ländern wie Dänemark, die deutlich eine intensive Schweineproduktion haben. Deswegen war auch für uns so die Frage, was machen denn die einen richtiger, was schaffen die, warum schaffen die das und warum schaffen andere wie Italien, Polen oder Spanien es eben noch nicht? Und was müssten wir tun? Das ist also die Kernfrage unserer Studie ja gewesen. So, damit wir auch noch mal sehen, dass denn die Resistenzlage tatsächlich problematisch ist, habe ich hier auf der einen Seite, auf der linken Seite, die Empfindlichkeit von E. coli mal aufgeführt und auf der rechten Seite die aktuellen Verbrauchszahlen von Antibiotika wieder in Milligramm pro PCU von 2021. Also wer ist sozusagen viel Verbraucher und wer ist wenig Verbraucher, haben wir hier nochmal schön aufgelistet. Und interessanterweise, wenn Sie das mal von links und rechts vergleichen, Norwegen ist Spitzenreiter im Wenigverbrauch oder hier auch Island, Schweden, Finnland. Und jetzt gucken Sie sich mal die ersten vier Länder da oben an, wo praktisch die E. coli wirklich empfindlich sind gegen Antibiotika. Das heißt, dass sie gut therapiert werden können. Das sind die gleichen Länder. Das heißt, das hat durchaus was miteinander zu tun. Und auf der anderen Seite der Skala, hier unten Zypern, Polen, Griechenland ist etwas weiter oben, aber im Prinzip hier Spanien können wir genau sehen, im Prinzip ist eine hohe Korrelation zwischen der linken und den rechten Säulen. Das heißt, der Trend ist deutlich und jetzt nochmal einen Blick werfe ich natürlich hier auch nochmal auf Deutschland. Deutschland ist hier, liegt hier im Mittelfeld. Deutschland könnte also durchaus noch mehr tun, hat in den letzten Jahren schon einiges an Verbrauch
reduziert, gar keine Frage, aber liegt immer noch weiter vor Frankreich, vor Holland, vor Dänemark. Und das sind ja auch durchaus große tierhaltenden Länder. Und das gucken wir uns jetzt nochmal im Detail an. So, zunächst mal zu Schweden. Bevor wir zu Schweden gehen, es gibt grundsätzlich erstmal drei Wege, um den Antibiotikakonsum zu reduzieren. Erstens, wir reduzieren die Infektionen. Das geht durch tiergerechte Haltungssysteme, weniger Tiere auf engem Raum. Wir haben das vorhin gehört. Vermeidung von Infektionen durch organisiertere Maßnahmen im Betrieb, auch bessere Hygienemaßnahmen im Betrieb, angepasste Fütterung und auch eben ein Benchmarking-System, um die Betriebe hier miteinander zu vergleichen. Das haben wir ja schon mittlerweile eingeführt, auch in Deutschland. Zweitens gibt es Präventivmaßnahmen. Dazu zählen Impfungen, dazu zählen Prä- und Probiotika und pflanzliche Substanzen, die eben die Infektionen auch eindämmen helfen. Und drittens ist der verantwortungsvolle Einsatz von Antibiotika. Durch Einhaltung von Antibiotika-Leitlinien, routinemäßig keine Prophylaxe und auch so gut wie keine Metaphylaxe. Das macht sehr viel aus. Das sind die sogenannten Gruppenbehandlungen, über die Martin Häusling schon vorhin auch gesprochen hat. Abgabe von Antibiotika nur über Tierärzte, beziehungsweise eben die Verschreibung nur über Tierärzte und ein deutlich restriktiverer Einsatz und neue Therapieansätze. Also Schweden jetzt hat es geschafft, aus den 1990er Jahren kommend mit 50 Milligramm pro PCU jetzt auf 11 Milligramm PCU zu reduzieren, den Antibiotika-Einsatz. Das ist dem geschuldet, dass Schweden ein sehr langen Diskussionsprozess hatte, ein Diskurs über Nutztierhaltung überhaupt. Das hat schon sehr früh auch zum Bewusstsein geführt, dass antibiotische Futtermittelzusätze nicht sinnvoll sind und 1981 zu einem Verbot geführt. 1988 gab es dann ein Tierschutzgesetz, ein Gesetz zum tierischen Wohlergehen, was neben der Ermöglichung von artgerechten Verhalten auch das Recht auf Gesundheit enthält. Und das ist natürlich ein ganz anderer Punkt, als das bei unserem Tierschutzrecht ist in Deutschland. Das heißt, das Recht auf Gesundheit heißt, dass wir dafür sorgen müssen, dass hier mehr Gesundheit auch entsteht. Und seitdem gab es eben neue Hygienesysteme, Impfungen, präventive Maßnahmen, all das, was ich eben gerade aufgelistet habe, das haben sie etabliert in Schweden. Und sie verbrauchen Stand heute in den Gruppenbehandlungen nur 10% aller Antibiotika, während es in Italien nur mal als Vergleich 90% sind. Und da sehen wir die Unterschiede zwischen den Ländern, warum Italien möglicherweise weiter oben liegt als zum Beispiel Schweden. Dazu kam dann nochmal in 2014, dass der Lebensmitteleinzelhandel Fleisch nur noch akzeptierte aus Betrieben ohne präventive und metaphylaktische Antibiotikagaben. Und das ist natürlich nochmal ein ökonomischer Druck, hier auch auf die Betriebe etwas zu ändern. Und das hat letztlich in dieser Kombination der gesellschaftliche Diskurs, der schon lange andauert, in der Kombination mit administrativen Maßnahmen zur Reduzierung von Antibiotika geführt. In Schweden. So, dann gucken wir uns jetzt nochmal Dänemark an. Dänemark ist das Land mit der intensivsten Schweinehaltung der EU. Wenn man das mal umrechnet auf die Einwohner, gibt es fast 2,3 Haltungsplätze für Schweine pro Einwohner. Das ist in anderen Ländern deutlich anders. Holland noch vergleichbar, die Spanier auch entsprechend vergleichbar, aber deutlich geringer als hier Dänemark. Und Dänemark hatte die Situation, dass 90% des Schweinefleisches in Export geht. Und da hat man sich sehr früh darüber verständigt, dass man hier die besten Standards
auch anlegen möchte, um diese Exportorientierung auch aufrechtzuerhalten, keine Skandale zu bekommen und damit auch eben die Sicherheit für die Betriebe zu gewährleisten. 1971 wurde dort das sogenannte SPF-System, spezifisch pathogenfrei, eingeführt mit einem sehr hohen Hygienestandard. Es ging darum, die wichtigen bakteriellen und auch viralen Erreger aus den Betrieben rauszuhalten. Und das ist auch sehr gut gelungen. Heute sind 75% aller Schweine durch dieses System erfasst. Integrierte Systeme war das nächste Stichwort. Das heißt, dass also eine Kette entsteht vom Ferkelerzeuger bis hin zur Endmast und dann, sodass da der Eintrag von Bakterien in diese Kette möglichst gering gehalten wird. Und das hat tatsächlich zu einem sehr, sehr guten Erfolg geführt. Nichtsdestotrotz hat aber auch noch eine weitere Maßnahme dem ganzen Antibiotika-Standards noch positiven Impuls gegeben. Und das war, dass 1995 eine ökonomische Bremse reingegeben wurde in den Verkauf von Antibiotika durch Tierärzte. Da durfte kein Gewinn mehr mitgemacht werden. Das heißt, es war sozusagen wie Einkauf gleich Verkauf. Und es wurde eingeführt, dass eine systematische Bestandsbetreuung durch Tierärzte verpflichtend ist, sodass da alle 4 Wochen auch der Tierarzt auf dem Betrieb ist und dann für Beratung bezahlt wird und nicht für den Verkauf von Antibiotika. Ich denke, das ist auch ein sehr interessanter Aspekt. Und seit 2000 gibt es dann die Erfassung aller Antibiotika-Verschreibungen bei Nutztieren, wo wir ja EU-weit noch momentan noch nicht sind. Seit 2010 gibt es in Dänemark keinen Einsatz mehr von Fluchinolon, Cephalosporin und Polymyxin. Und das ist, denke ich, genau das, wo wir hinwollen. Und das hat Dänemark bereits erreicht. Und ich denke, wenn das so ein intensiver Schweineproduzent wie Dänemark schafft, dann sollte das auch in Deutschland möglich sein. Und mir haben auch einige Schweinepraktiker schon gesagt, dass das eigentlich machbar wäre. Nichtsdestotrotz ist das natürlich eine Frage der Lobbypolitik auf EU-Ebene gewesen, warum es jetzt nicht zu einem Verbot gekommen ist. Wir haben das ja gehört. Ja, seit 2013 gibt es zusätzlich noch ein Instrument, nämlich Steuern auf Arzneimittel. Und zwar Impfstoffe sind steuerfrei und bei den Antibiotika ist das gestaffelt, je nachdem die Reserveantibiotika haben die höchsten Steuern und die dann sozusagen aus Sicht der Tiermedizin akzeptablen Antibiotika, die sind etwas niedriger besteuert. Das heißt, Dänemark ist hier mit einem sehr systematischen Vorgehen hinsichtlich Hygiene und Prävention plus weitere Anreize zu schaffen, zu einem sehr guten Erfolg gekommen. Und ich denke, das ist auch ein wirkliches Beispielland für Europa, wo man hingucken müsste, wenn man Maßnahmen selber auflegt. So, letzte Folie. Was brauchen wir? Wir brauchen eigentlich eine Harmonisierung der Maßnahmen auf EU-Ebene, damit alle Länder ein Stück weit weiter runterkommen. Und damit wir nicht diese Seiteneffekte haben oder Verdrängungseffekte, nämlich dass da, wo die Anforderungen hochgeschraubt werden, dann die Tierproduktion in Länder verschwindet, die möglicherweise niedrigere Standards haben. Das wollen wir nicht. Wir brauchen Controlling und Benchmarking sowohl bei den Landwirten, aber man könnte es auch bei den Tierärzten machen, denn es ist auch wiederum in Studien sehr schön nachgewiesen worden, dass es zum Beispiel eine Frage ist, wie viel Antibiotika verbraucht werden, wenn man sich anguckt, wie viele Resistenztests gemacht werden. Und die Tierärzte, die viele Resistenztests machen, die setzen auch Antibiotika verantwortungsvoller ein, als die, die weniger machen. Das ist ein ganz guter Indikator vielleicht. Ja, Eingriff in die ökonomischen Anreize, Antibiotika zu verschreiben, Stichwort Dänemark.
Die Gruppenbehandlung, auch das hatten wir schon darauf hingewiesen, das sollte reduziert werden, in Kombination aber immer mit weiteren Maßnahmen und auch in Kombination mit einem Controlling, dass hier nicht die Todesraten bei diesen Tiergruppen dann ansteigen, weil eben auf Behandlung verzichtet wird. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Und dann eben ein schrittweiser Ausstieg aus den Arzneimitteln, die für den Menschen vorbehalten bleiben sollten, sodass wir hier deutlich weiter runterkommen als bisher. Und das wird dann noch flankiert durch neue therapeutische Ansätze. Ja, damit wäre ich erstmal soweit durch und stehe auch dann später nochmal zur Diskussion zur Verfügung. Vielen Dank, Herr Dr. Strietzel. Das macht doch wirklich Lust, jetzt die Studie auch nochmal anzugucken und sich da in die einzelnen Länder noch weiter im Detail einzuarbeiten. Das ist also ein Werk, was vor Daten nur so strotzt. Und es ist wirklich interessant zu sehen, was einzelne Länder eben gut machen und erfolgreich machen und woran es hapert. Die Studie, die ist jetzt auf unserer Homepage abrufbar und meine Kollegin hat sie hier jetzt auch eingestellt. Die gibt es übrigens auch auf Englisch und auf Französisch. Also falls Sie Kolleginnen, Kollegen haben, die diese Sprache sprechen, dann können Sie auch gerne darauf aufmerksam machen. Ja, ich fand jetzt auch besonders anschaulich dargestellt, dass es so ein Maßnahmenpaket ist, ne? Dass es nicht einzelne Maßnahmen sind, sondern ein Bündel, was dann eben zum Erfolg der Antibiotikareduktion führen kann. Es gab hier auch zwei Nachfragen im Chat. Herr Dr. Strietzel, ich würde Sie aus Zeitgründen bitten, die zunächst mal auch schriftlich im Chat zu beantworten, damit wir unsere nächste Rednerin zu Wort kommen lassen können. Falls dann weiterer Redebedarf besteht, können wir das ja am Ende machen. Die nächste Rednerin kennt sich auch sehr gut aus mit der Verbindung von Human- und Tiermedizin. Das ist Frau Dr. Imke Lührs. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin und auch für Rheumatologie. Und ein Grund, warum wir Sie eingeladen haben, heute Abend dabei zu sein, ist, dass sie auch Gründungsmitglied ist des nicht eingetragenen Vereins Ärzte gegen Massentierhaltung. Und wir haben Sie also auch gebeten, dass Sie uns diesen Verein vorstellt. Der hat nämlich auch eine ganz spannende Gründungsgeschichte und uns erzählt, was der Verein jetzt so macht und wo sie auch die Herausforderungen für die nächsten Jahre sieht. Bitte schön, Frau Dr. Lührs. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Das hat mich ganz besonders gefreut. Direkt nach diesem hervorragenden Vortrag sprechen zu können und werde mir die Studie nochmal sehr genau ansehen mit vielen, vielen neuen Daten und Argumentationshilfen auch. Ich habe so ein paar Folien vorbereitet und versuche jetzt mal meinen Bildschirm freizugeben. Ich denke, Sie können das jetzt alle sehen. Ich mache es ganz kurz. Wollte unseren Verein auf Bitte von Frau Wiedeker nochmal vorstellen. Wir sind inzwischen schon 10 Jahre alt. Gegründet haben wir uns aus einer Keimzelle von einigen Ärztinnen und Ärzten, die meisten Bezug zum ländlichen Leben hatten, teilweise im ersten Leben Landwirt waren und in Ansicht von einem Großstall und einem Großschlachthof, der hier in der unmittelbaren Nähe von Bremen im Landkreis Oldenburg geplant wurde. Beide Anlagen sind inzwischen verhindert. Der Schlachthof nach einer sehr, sehr erfolgreichen Bürgerbefragung in der Gemeinde Großen Kneten, wo er gebaut werden sollte. Und die Mastanlage für Hähnchen letztlich nach einer langen gesetzlichen Auseinandersetzung zusammen mit dem BUND. Wir haben ziemlich schnell, das ist also losgegangen, wie eine Rakete, etwa 60 Mitglieder aus dem medizinischen Bereich gewonnen und ungefähr 800 Unterstützer unseres Positionspapiers.
und haben uns in den letzten Jahren engagiert in der Aufklärung in erster Linie der Verbraucher, aber auch der medizinischen Community, haben Pressearbeit gemacht, haben Vorträge gehalten auf Veranstaltungen von Bürgerinitiativen und so weiter. Unser Fokus hat in den vergangenen Jahren sehr auf dem Thema Antibiotikaresistenzen gelegen. Das hat verschiedene Gründe. Einmal sind wir natürlich beruflich damit ständig konfrontiert. Und zum anderen gab es ja die Gesetzgebung sowohl in Deutschland als auch in der EU. Im letzten und vorletzten Jahr sind da ja entscheidende Weichen leider nicht so ganz in die richtige Richtung gestellt worden. Ich will nochmal eben ein Zitat bringen. Das hat einer unserer Mitglieder gesagt, der Krankenhaushygieniker ist hier in Bremen und der hat im Grunde die Absurdität der Situation auf den Punkt gebracht. Er sagt immer wieder, der gleiche Keim, der im Supermarkt in der Fleischtheke liegt, wird im Krankenhaus um die Ecke im Falle eines Ausbruchs zum sofortigen Schließen der Intensivstation führen und wenn nur ein einzelner Patient erkrankt ist, zu einer erheblichen Besorgnis. Ich wollte jetzt in der Folge zwei Fragen beantworten oder versuchen zu beantworten. Einmal, warum wir uns so besonders gegen die oft routinemäßige Behandlung von Tiergruppen mit Reserveantibiotika in der sogenannten Metaphylaxe wenden. Und traue mich, die schwierige Frage anzugehen in der Folge, welchen Anteil denn nun wirklich die Tiermedizin an der stillen Pandemie in unseren Krankenhäusern und bei unseren Patienten hat. Ja, was ist Metaphylaxe? Ich kann das nicht anders als in Anführungszeichen schreiben und sagen. Das ist ein Unwort, was in dem natürlich Prophylaxe steckt, die ja aber verboten ist. Einige Tiere der Herde sind erkrankt und aufgrund der großen Enge im Stall und der anfälligen Zuchtlinien und der fehlenden Möglichkeiten, kranke Tiere zu separieren, ist möglicherweise oder wahrscheinlich die ganze Herde gefährdet. Und dann bekommen alle Tiere meist über das Trinkwasser Antibiotika und oft mit für die Humanmedizin essentiellen Reserveantibiotika. Dafür ist in der Regel keine Keimtestung erforderlich. Das heißt also, man weiß nicht mal, ob man das behandelt, was man behandeln will. Die kranken Tiere gelangen oft aufgrund ihrer Krankheit kaum mehr an die Tränke und werden deswegen unterdosiert, was wiederum die Ausbildung von Resistenzen im Tier selber besonders fördert. Und das antibiotikahaltige Trinkwasser wird an der Tränke versprenkelt und mischt sich mit der Einstreu, wo wieder Resistenzen entstehen und gelangt dann natürlich mit Dung und Abwasser auch auf die Felder. So sieht das aus, so ein Medikator, Trinkwasser rein, Antibiotikum dazu und die ganze Mischung raus. Das geht dann über die Tränke hier zu den Tieren. Hier sieht die Einstreu irgendwie noch ganz neu aus. Das sind ja auch Jungtiere. Und man kann sich gut vorstellen, dass über diese Tränken hier keine saubere Dosierung erfolgen kann und wie viel von den Antibiotika wirklich dann auch in der Einstreu landet.
Irgendjemand hat es mal einen Bioreaktor genannt. Da kommen zusammen die Tiere, das Futter, Wasser, Einstreu, Energie und Antibiotika. Und dann wird die Einstreu über die gesamte Mastperiode nicht gewechselt. Das heißt also, einen wachsenden Mutationsdruck auf alle Bakterien und damit eine hohe Wahrscheinlichkeit für die Bildung von Antibiotikaresistenzen. Das ist ganz was anderes, als wenn ein Einzeltier gezielt meist dann parenteral über eine Spritze behandelt wird. Und nun zu der Frage, wie groß denn der Anteil wirklich ist, der vom Tier aus dem Stall zum Menschen kommt und dort Infektionen hervorruft. Für einige Keime lässt sich das relativ leicht beantworten. Anfang der 10er Jahre waren ja die MRSA, also Haut- und Schleimhautkeime, die gegen bestimmte Penicillin-Antibiotika resistent sind, ein großes Problem auch in den Krankenhäusern, Altenheimen, generell bei Menschen, die im Kontakt mit dem Gesundheitssystem standen, aber auch bei Schweinehaltern, Tierärzten, allen, die unmittelbaren Kontakt zu den Tieren hatten. Da wurde in der Uniklinik Münster festgestellt, dass bis zu 30% der menschlichen MRSA-Besiedelung, also Besiedelung heißt nicht unbedingt Krankheit, wie bei allen diesen Keimen, aus der Tierhaltung stammen. Das ist eine tierhaltungsintensive Region. In anderen Regionen sah das deutlich anders aus. Was ich schon im Studium gelernt habe, und das ist ja schon eine ganze Weile her, praktisch alle Salmonellen- und Campylobacter-Infektionen sind ernährungsbedingt. Das ist eine typische Zoonose. Campylobacter und Salmonellen machen Durchfallserkrankungen, sind aber auch in der Lage, Folgeerkrankungen oder sich ausbreitende Erkrankungen zu machen und sind häufig multiresistent. Für die anderen oft sehr gefährlichen Darmkeime, die also auch schwere Organe und allgemeine Infektionen auslösen können, also Pseudomonas, Klebsiellen, Acinetobacter, ist die Antwort schwieriger. Diese Keime ähneln sich beim Menschen und Tier sehr stark und sie sind in der Lage, ihre Resistenzeigenschaften, also genetischen Resistenzeigenschaften, nicht nur über Vererbung an ihre Nachkommen weiterzugeben, sondern auch an andere Keimspezies, die dann vielleicht besser an den Menschen angepasst sind. Und das erschwert die Klärung der Herkunft dieser Keime. Und deswegen sind oft zum Nachweis der Herkunft aufwendige molekularbiologische Untersuchungen erforderlich. Das erklärt vielleicht, warum wir so wenig darüber auch wissen. Es ist aufwendig, das zu untersuchen. Aber für ESBL-Coli, also Kolibakterien, die ein bestimmtes Enzym tragen, was Antibiotika zerstört, werden dabei knapp 20% angegeben. Also Keime bei Menschen, die vom Tier stammen. Mit einer hohen Übereinstimmung in den Regionen auch, wo die Tiere ihr kurzes Leben leben. Viel einfacher hat es sich eine andere Untersuchung gemacht. Wir haben ja eben schon gehört, die Antibiotikaresistenzkatastrophe ist in den Ländern des globalen Südens nochmal um Größenordnungen schlimmer. Da hat man vor einer Reise negative Personen nach der Reise untersucht, ob sie Träger von antibiotikaresistenten Darmkeimen waren. Und 31% trugen dann diese Keime, ob nun symptomatisch oder asymptomatisch in ihrem Darm. Sie hatten keinerlei Kontakt zum Gesundheitssystem im Reiseland und die Herkunft aus der Ernährung ist somit mehr als wahrscheinlich.
Ich möchte noch mal ohne Folie kurz zusammenfassen, was für uns die Konsequenzen aus diesen Erkenntnissen sind. Viermal Tierschutz, einmal in der Zucht, dann in der Haltung, dann beim Transport und bei der Schlachtung und auch Hygiene bei der Schlachtung. Denn all das sind die neuralgischen Phasen im Leben der Tiere. Der Stress und das Zusammenkommen mit Tieren aus anderen Haltungen, zum Beispiel auf dem Transport, ist ein großes Risiko, dass die ganze Herde sich ihre Keime austauscht und ihre Resistenzen austauscht. Das gleiche gilt zum Beispiel vor der Ausstallung und zum Beispiel beim Absetzen von Ferkeln, die sehr früh, viel zu früh abgesetzt werden und damit sehr anfällig für Durchhalterkrankungen und Störungen im Darmmikrobiom werden. Keine Reserveantibiotika mehr in der Gruppenbehandlung, keine Reserveantibiotika ohne Keimtestung und keine routinemäßigen Antibiotikagaben. Genau. Vielen Dank, Frau Dr. Lührs. Mir hat jetzt besonders gut gefallen, dass Sie das so schön anschaulich gemacht haben. So traurig und auch empörend die Materie ja ist, aber dieser Bezug zum Supermarkt, zu dem Fleisch von der Supermarkttheke, dem Keimbelasteten, das ist einfach ja eine Situation, die jeder von uns sich aussetzen muss. Und ich glaube, es war ja erst vor 2 Wochen, dass es da diesen Lidl-Hähnchenfleisch-Skandal gab, wieder mal ein, wo ja über 70% dieser untersuchten Hähnchenproben auch mit multiresistenten Keimen belastet waren. Und auch sehr toll das Foto, wo Sie zeigen, wie dann die Antibiotika in der Gruppenbehandlung eingesetzt werden. Also dass da eine individuelle Verabreichung absolut ausgeschlossen ist. Ja, und auch die Anerkennung an Sie und an Ihre Kolleginnen und Kollegen für den tollen Einsatz in dem Verein. Ja, vielen Dank. Ja, die nächste Rednerin, die ich jetzt vorstellen darf, ist auch aus dem Bereich der Humanmedizin und wird sich dem Thema aber mit einem leicht anderen Blickwinkel nähern. Ich begrüße also jetzt Frau Dr. Susanne Jona. Ich muss mal hier vom Zettel ablesen, was sie alles an beruflichen Erfahrungen vorzuweisen hat. Sie ist zum einen Internistin und Expertin für Krankenhaushygiene. Sie ist die erste Vorsitzende des Marburger Bundes. Sie ist Vorstandsmitglied der Bundesärztekammer, sie ist Präsidiumsmitglied der Landesärztekammer Hessen und sie hat auch eine Fortbildung zur Antibiotic Stewardship Expertin absolviert und füllt diese Funktion in ihrer Klinik aus. Und ja, es wäre uns jetzt ein Vergnügen, wenn Sie mal aus Ihrem beruflichen Alltag berichten könnten und uns auch teilhaben lassen an Ihren Erfahrungen mit dieser Fortbildung und wie sie im Krankenhaus zur Anwendung kommt. Bitte schön, Frau Dr. Jona. Ja, sehr gern. Vielen Dank für die Einladung zu dem spannenden Diskussion hier heute Abend. Das Thema ist ein großes. Die Ursachen sind nicht monokausal. Also wir haben viele verschiedene Gründe, warum wir vor den Problemen stehen, die wir heute haben. Und natürlich habe ich den Fokus der Ärztin auf das Thema. Und in der Tat ist es ja so, dass Reduktion von Antibiotikaverbrauch natürlich absolut hilfreich ist in der Entstehung von Antibiotikaresistenzen. Herr Striezel hat am Anfang von seinem Vortrag weltweite Zahlen gezeigt, 1,27 Millionen. Das waren aber Todesfälle durch antimikrobielle Resistenzen, also Antibiotikaresistenzen. Antimikrobielle Resistenzen sind nicht das Gleiche, sondern antimikrobielle Resistenzen sind noch breiter gefächert. Da geht es also auch um Resistenzen, die sich zum Beispiel gegen Pilze entwickeln. Also Antimykotika sind Medikamente, die gegen Pilzinfektionen eingesetzt werden bei Menschen, insbesondere dann, wenn eine Abwehrschwäche vorliegt. Also es ist nochmal ein zusätzliches Problem, aber das Thema heute sind ja die Antibiotikaresistenzen und die nehmen
weltweit zu. Und es hat ein Volkswirt, O'Neill heißt er, aus Großbritannien 2015 erstmals publiziert, dass er der festen Überzeugung ist, dass das eine der großen Herausforderungen der Menschheit ist. Wir kennen ein paar andere noch, aber es ist sicher eine der großen Herausforderungen. Und wenn wir nicht unser Verhalten ändern und hoffentlich auch neue Antibiotikaklassen entwickeln, müssen wir davon ausgehen, dass wir uns da, und so wird es oft genannt, in der Entwicklung einer stillen Pandemie befinden. Und neben den Antibiotikagaben in der Tiermedizin, das hat der Striezel ja sehr schön gezeigt, es geht gar nicht um die Tiermedizin, sondern es geht um die Massentierhaltung und um die metaphylaktische Behandlung von Tieren, die gar keine akute Infektion haben. Was wir aus anderen Ländern sehr leicht lernen können, was wir da verändern können. Und in der Tat wäre da natürlich ein zunächst mal europaweites und idealerweise weltweites Handeln notwendig in dem Einsatz von Antibiotika, aber natürlich konsequent auch in der Ernährung, unserer eigenen Ernährung. Wenn sie deutlich fleischarmer wäre, würde auch weniger Massentierhaltung stattfinden. Also auch das spielt eine Rolle. Und auch mehrfach angesprochen wurde das Thema Trinkwasser. In der Tat ist natürlich der Nachweis von antibiotikaresistenten Keimen gerade in Asien, auch erst recht in der Nähe von Produktionsstätten von Antibiotika, ein Riesenproblem. Aber eben auch, und das haben wir vorhin auch gehört, auch in Deutschland, beispielsweise in Kläranlagen von Krankenhäusern, findet man natürlich auch Antibiotikareste und dadurch potenziell die Entstehung von antibiotikaresistenten Bakterien, sodass hier über eine vierte Klärstufe, und das haben wir vorhin ja auch schon gehört, auch nachgedacht werden müsste. Das sind am Ende Investitionen. Und die Tatsache, dass wir in Asien produzieren oder überwiegende Antibiotika in Asien produziert werden, führt zu Problemen der Trinkwasserbelastung da. Und Keime kennen keine Grenzen. Das haben wir in der Pandemie sehr gut gelernt. Ja, und zu guter Letzt brauchen wir also einen One Health Ansatz, um das Thema zu verbessern, denn es geht nicht nur um Bakterien, es geht auch darum, dass antimikrobielle Resistenzen tatsächlich sogar über Pflanzen übertragen werden können, nämlich zum Beispiel, wenn sie eben mit kontaminiertem Trinkwasser versorgt sind. Es ist also ein breites Thema und in der Humanmedizin leider erleben wir, dass Menschen, die, wie wir vorhin gehört haben, beispielsweise aus einem Urlaub zurückkommen, dann ein Bakterium auf der Haut tragen, was resistent ist, was erstmal, solange es dann nur auf einer intakten Haut ist, auch gar keine Probleme macht, wir das gar nicht bemerken, dass dieses Bakterium da ist und dann beispielsweise durch einen Unfall eine schwere Hautverletzung haben, das Bakterium dann durch die Hautbarriere in das Innere des Körpers kommt und dann eben plötzlich schwerste Infektionen auslöst, die wir kaum noch antibiotisch behandeln können. Und als Ärzte beschäftigen wir uns schon länger mit dem Thema Antibiotic Stewardship. Das heißt, wir versuchen, die Antibiosen, die wir einsetzen müssen, möglichst gezielt, möglichst kurz und möglichst optimal angepasst an das, was die Patienten brauchen, zu geben. Da sich da auch das Resistenzspektrum durchaus unterscheidet von einem Krankenhaus zum anderen, kann man ein anderer Fokus notwendig sein, ist da die Zusammenarbeit der Ärztinnen und Ärzte auch mit den Kollegen aus der Mikrobiologie sehr wichtig. Und entwickelt wurde schon vor vielen Jahren ein sogenanntes Antibiotic Stewardship, also Ärztinnen und Ärzte in den Krankenhäusern, die sich ganz besonders mit dem Thema beschäftigen, die dann auch als Ansprechpartner für andere Kollegen zur Verfügung stehen, die fortbilden in den Kliniken, die manchmal sogenannte
Punktprävalenzanalysen machen, das heißt mal an einem Tag durchs ganze Krankenhaus laufen und ganz viele Kurven sich angucken und schauen, wo werden Antibiotika gegeben und sind sie wirklich indiziert und wenn nicht optimal eingesetzt, auch mit den Kollegen sprechen. Das alles hat in der Humanmedizin auch in Deutschland schon zu deutlichen Antibiotika-Reduktionen, also wir setzen weniger ein, geführt. Aber das alleine reicht natürlich auch nicht, sondern wir brauchen die Einsparung in der Humanmedizin, wir brauchen sie in der Massentierhaltung und nur zusammen mit, auch mit den anderen genannten Faktoren wird dann irgendwann hoffentlich werden wir erreichen, dass das Fortschreiten dieser sogenannten stillen Pandemie reduziert wird und ein sicher großer und wichtiger Einsatz auch für die Politik ist natürlich die Frage, wie unterstützen wir die Entwicklung von neuen Antibiotika-Klassen. Wir haben in Deutschland, in Europa insgesamt ein Problem, aus der Grundlagenforschung in die Umsetzung von Studien zu kommen. Und natürlich kann es nicht sein, dass dann ein Antibiotikum, wenn es denn hoffentlich mal auf den Markt kommt, dann dass über den Einsatz des Antibiotikums dann Gewinne erzielt werden sollen, sondern das sind dann Medikamente, die dann möglichst hinter dicke Türen in einen Schrank kommen. Und deswegen muss man auch überlegen, wie kann man solch eine Forschung dann sinnvoll finanzieren. Das wäre es aus meiner Sicht. Vielen Dank, Frau Dr. Jona. Das war sehr interessant und ich hätte jetzt gleich im Anschluss eine kleine Nachfrage. Sie waren ja etwas schneller als die anderen. Also ich fand es jetzt sehr interessant mit dem Programm, was Sie vorgestellt haben. Und ich hatte geschaut, auf der Webseite des Antibiotic Stewardship Programm steht also, dass man nur per Warteliste teilnehmen darf und dass die aktuell 18 Monate und länger beträgt. Also das scheint ja ein sehr begehrter Kurs zu sein. Und ich habe mich dann ganz harmlos gefragt, was genau denn die Inhalte sind, die da vermittelt werden, die eh nicht Teil des Studiums sind, des Medizinstudiums oder auch der Ausbildung des Personals im Krankenhaus oder auch in Arztpraxen. Also vielleicht können Sie dazu noch ein paar Worte verlieren und auch sagen, was Sie da gelernt haben, was jetzt Ihr tägliches Leben in der Klinik am meisten beeinflusst und prägt. Ja, sehr gern. Also natürlich befassen wir uns auch im Humanmedizinstudium mit Antibiotika und deren Wirkungen, genauso wie im Tiermedizinstudium die Kollegen das tun. Aber wir lernen ja Gott sei Dank über viele Jahre immer wieder auch dazu. Diese neuen Erkenntnisse muss man sich immer wieder aneignen. Deswegen ist diese Ausbildung zum Antibiotic Stewardship Experten auch in verschiedene Kurse aufgeteilt. Es gibt einen sogenannten Grundkurs, der ist auch sinnvoll für sehr viele Ärztinnen und Ärzte, den zu besuchen. Denn wir haben in den letzten Jahren auch dazugelernt, dass es richtig ist, wenn wir bei Menschen von einer schweren bakteriellen Infektion ausgehen müssen, gibt es den sogenannten Satz hit hard and early, also sofort anfangen, hochdosiert Antibiotika zu geben, aber dann auch, wenn man feststellt, die Infektion ist rückläufig, dem Patienten geht es wieder besser, das Fieber sinkt, auch schnell, wie wir es nennen, zu deeskalieren, das heißt zu überprüfen, brauche ich ein so breites Antibiotikum mit einem breiten Wirkspektrum oder kann ich es deutlich reduzieren? Wir haben dazugelernt, dass man besonders darauf aufpassen muss, möglichst früh sehr viele Proben zu gewinnen, um dann natürlich möglichst den Keim, genau den, an dem der Mensch jetzt erkrankt ist, auch zu identifizieren und auch zu schauen, eben gegen welches Antibiotikum ist denn dieser Keim möglicherweise resistent oder welches wirkt gut. Wir wissen, dass im Gegensatz zu früher, wo man immer gesagt hat, da ist so eine Schachtel, in der Schachtel war üblicherweise eine 7-Tage-Therapie bei oralen Medikamenten drin, also Medikamenten, die geschluckt werden können, dann haben wir immer gesagt, die muss auf jeden Fall zu Ende genommen werden. Heute wissen wir, dass in der Regel eine 5-tägige Therapie bei einem Patienten, der gut anspricht, ausreicht, manchmal sogar eine 3-tägige. Das alles sind Dinge, die man zusätzlich lernt in solchen Kursen und natürlich auch lernt, wie kann man dieses Wissen, was man selber da zusätzlich nochmal lernt, wie kann man das auch an die Ärztinnen und Ärzte in der Klinik im niedergelassenen Bereich vermitteln.
wie schafft man das zu sensibilisieren für diese Themen? Wir dürfen nicht vergessen, dass das nur ein kleines Spektrum der Therapie ja im Krankenhaus ausmacht. Ja, vielen Dank für die Präzisierungen. So, und dann gehen wir jetzt aus dem Klinikalltag zurück in die Politik oder in die industrielle Tierhaltung. Da haben wir heute mit Konstantinos Zelimekis einen ausgewiesenen Experten. Und er ist auch hier heute Abend, weil er ein maßgeblicher Autor des Eckpunktepapiers ist, was im Januar herausgegeben wurde. Das heißt mit vollem Titel Antibiotika schützen, Resistenzen bekämpfen. 5 Eckpunkte zur Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen aus der industriellen Tierhaltung. Und da hören wir jetzt gerne die Knackpunkte. Bitte schön, Herr Zelimekis. Ja, besten Dank und besten Dank auch meinen Vorrednerinnen. Das waren schon hervorragende Inputs, die ja die Thematik aus verschiedenen Seiten beleuchtet haben und auch schon einige zentrale Zahlen genannt haben. Ich würde ganz kurz, bevor ich zu unseren Eckpunkten komme, auch nochmal herleiten, weshalb wir denken, dass es ein so relevanter Bereich ist, die industrielle Tierhaltung, an die wir ran müssen und in der wir systemisch Änderungen erzielen müssen. Eine neueste Studie blickt da auch nochmal auf die globalen Zahlen. Andrea Striezel hat sie im Prinzip vorhin schon gehabt. Rund 100.000 Tonnen Antibiotika werden in der Tierhaltung global eingesetzt. Und das sind ungefähr zwischen 70-80% der Antibiotika weltweit, die überhaupt eingesetzt werden. Der Rest halt in der Humanmedizin. Wenn wir nach Europa schauen, da sind es rund 5.200 Tonnen, die für lebensmittelliefernde Tiere, die sogenannten Food Producing Animals, eingesetzt werden. 5.200 Tonnen. Im Vergleich dazu Antibiotika-Einsatz bei Haustieren 76 Tonnen. Da kann man schon mal die Dimension erkennen, mit denen wir es zu tun haben, wenn wir über die Tierhaltung sprechen im Lebensmittelsektor. Wenn wir nach Deutschland schauen und das nochmal runterbrechen, da liegen wir mittlerweile bei 601 Tonnen im Einsatz in der Tierhaltung. Es gab in den vergangenen Jahren tatsächlich eine Senkung im Verbrauch des Antibiotika-Einsatzes. Das kann man, glaube ich, auch dem Sektor durchaus zugutehalten, auch der Landwirtschaft, auch den Tierärzten. Da ist ja einiges passiert. Da ist aber auch politisch einiges passiert. Also man kann sich sehr genau anschauen, wann ist in den letzten Jahren seit 2011 eigentlich etwas politisch passiert, wann wurde etwas eingeführt, wann wurden bestimmte Gesetze erlassen, und dann kann man auch an den Zahlen ablesen, dass dann in diesen Zeiträumen meistens dann irgendwie nochmal ein Einbruch in den Verbrauchszahlen erfolgte, wobei man sagen muss, dass im Prinzip seit 2015 sich gar nicht mehr so viel getan hat. Also den größten, wir sind irgendwann mal bei 2011 mit den Zahlen bei 1700 Tonnen Antibiotika in der Tierhaltung gestartet. 2014 gab es eine Novelle des Arzneimittelgesetzes. 2015 waren wir dann bei ungefähr 800 Tonnen in der Tierhaltung, jetzt sind wir bei 601, wobei es zwischenzeitlich sogar noch Anstiege gab und die letzten Verbrauchssenkungszahlen auch durch den Einbruch der Tierhaltung teilweise erklärt werden können, also weniger Schweine, die produziert wurden. Man hat da schon einiges zu tun und Andreas Striezel hat, glaube ich, einleitend, da kann ich an den Vortrag auch nochmal anknüpfen, auf das Farm-to-Fork-Ziel hingewiesen der EU. Das Farm-to-Fork-Ziel besagt, dass im Vergleich zu 2018 im Jahr 2030 50% weniger Antibiotika eingesetzt werden sollen. Ich habe die Zahlen mir heute nochmal kurz zusammengetragen, um mir das nochmal vor Augen zu führen. 2018 waren wir auf EU-Ebene bei 6.400 Tonnen. Wir müssten 2030 bei 3.200 Tonnen sein. Wir sind aktuell bei 5.200 Tonnen. Also da müssten nochmal 2.000 Tonnen reduziert werden, um so ein Ziel zu erreichen, was sich halt gesetzt wurde. In Deutschland lagen wir 2018 bei 722 Tonnen, jetzt sind wir bei 601 und wir müssen eigentlich zu 361 Tonnen das Ganze reduzieren. Also da ist noch einiges zu tun, da liegt einiges vor uns. Und unsere These, die wir mit dem Eckpunktepapier Anfang des Jahres ausgesendet haben, ist schlichtweg, dass wir diese Reduktion, diese notwendige Reduktion, das haben wir heute auch gehört, also der Blick auf den Antibiotikaverbrauch als solcher, auf die Tonnenzahl, ist allein nicht ausreichend, um die ganze Thematik zu bewerten. Aber es ist doch ein guter Indikator dafür, um zu erkennen, passiert was und in welche Richtung müssen wir noch gehen. Unsere These ist, dass wir diese weitere Reduktion nicht hinbekommen werden, wenn es nicht zu einem systematischen Umbau der Tierhaltung kommt. Also wenn man nicht die systemischen Ursachen behandelt, die in der Zucht liegen, die in der Haltung liegen, Managementmaßnahmen, Hygiene wurde vorhin genannt, auch in der Fütterung, der Transport, der dran hängt und so weiter und so fort. Also diese ganze Systematik, die hinter dem steckt, was man industrielle Tierhaltung oder auch Massentierhaltung nennt, da muss einiges passieren.
Und wir werden, es gibt auch Indikatoren dafür, dass man erkennen kann, dass wir wahrscheinlich nicht weiter senken werden, den Antibiotikaverbrauch, wenn wir uns da nicht ranmachen. Das sagt teilweise sogar die Branche. Also zum einen kann man beispielsweise bei den Schweinehaltern im Interessenverband auch nachlesen, schon seit ein, zwei Jahren, in den Pressemitteilungen auch sogar explizit, dass es schwer sein wird, dort im Sektor weiter zu reduzieren, ohne tatsächlich dann eine gewisse Tiergesundheit tatsächlich wieder zu gefährden, weil man dann eben keine Arzneimittel einsetzt. Man muss da ganz anders rangehen. Da sind sicherlich andere Länder auch vorbildhaft, da kann man sich was abschauen, das auch einbringen, aber eben diese systematischen Punkte, die ich gerade auch erwähnt habe, sollten angegangen werden. In den Forderungen drin haben wir auch, oder in diesen Eckpunkten drin, haben wir auch das Verbot der Reserveantibiotika oder dieser HPCIA, wie es die WHO ausdrückt, der Highest Priority Critically Important Antimicrobials. Die in der Grupptherapie vor allen Dingen auf null zu reduzieren, das kann auch schrittweise geschehen, um es eben vernünftig zu machen. Das ist mit drin. Aber eben auch, und das ist auch ein Kernpunkt unserer Arbeit, mal hinzuschauen, auf die Politik zu schauen, welche Punkte haben wir eigentlich, um anzusetzen. Und da haben wir eigentlich gerade ein gutes Zeitfenster. Wir kommen gerade aus den EU-Debatten und Diskussionen rund um die neue EU-Tierarzneimittelverordnung. Die ist ja nun seit dem letzten Jahr in Kraft. In Deutschland sind wir aber gerade dabei, eine DART 2030, eine deutsche Antibiotikaresistenzstrategie zu erstellen. Da ist ein erster Teil schon draußen. Ich glaube, da fehlt noch der Aktionsplan. Eine Tiergesundheitsstrategie steht im Koalitionsvertrag. Wir haben den Umbau der Tierhaltung, der vorangetrieben werden soll. Und um an Frau Dr. Jona anzuknüpfen, auch die Ernährungsfrage spielt eine Rolle. Nicht umsonst gibt es eine Ernährungsstrategie gerade aktuell. Und all das mal im Blick zu behalten und zu sagen, wie kann so etwas eigentlich kohärent zueinander entwickelt werden? Und das müsste es eigentlich. Welche Ziele müssen eigentlich wo verankert werden und dann kohärent miteinander ins Spiel gebracht werden, um der industriellen Tierhaltung vor allen Dingen entgegenzuwirken und ansonsten auch die Tiergesundheit insgesamt zu befördern? Wie bekommt man das eigentlich hin? Und da ist es ja ganz klar, dass man dann eben also schon schauen kann und sagen kann, wenn sich Programme oder Ansätze vielleicht sogar konträr zueinander entwickeln, da wäre das kontraproduktiv. Da müssten also die Ziele schon miteinander in Einklang stehen und vor allen Dingen auch Reduktionsschritte und Maßnahmen verankert werden. Wenn wir in der DART 2030, in der deutschen Antibiotikaresistenzstrategie oder auch im Tierarzneimittelgesetz ist mittlerweile dieses EU-Ziel verankert, also bis 2030 um 50% zu reduzieren, dann muss man sich auch noch vielleicht Zwischenmarker setzen und tatsächlich die Maßnahmen noch mal klarer formulieren, wie man da hinkommt und das eben an die Politik koppeln. Und ich komme zum letzten Satz. Was haben wir mit diesen Eckpunkten gemacht? Also ich glaube, da könnte man noch weiter ausholen, aber es kamen heute schon so viele Punkte und in der Diskussion ja wahrscheinlich auch noch. Wir haben diese Eckpunkte ausformuliert und an über 100 Stakeholder ausgesendet, aus der Fleischwirtschaft, aus der Politik, aus der Landwirtschaft, auch Human- und Veterinärmedizin. Die Eckpunkte als solche sind schon unterstützt, auch von vielen Verbänden aus der Human- und Veterinärmedizin, Umwelt und dem Tierschutz. Wir haben die ausgesendet mit einem Bewertungsbogen und der Bitte, sich dazu zu verhalten, zu den Eckpunkten. Also, das ist ein bisschen hart ausgedrückt, das ist im Prinzip die Einschätzung abzugeben. Zustimmung, Ablehnung, was sieht man da gegebenenfalls anders? Denn wir denken auch, und das ist heute ja auch schon angeklungen, die ganze Thematik betrifft verschiedene Sektoren und auch verschiedene Branchen und Bereiche und von der Landwirtschaft eben bis zum Verbraucher auch verschiedene Menschengruppen, sage ich jetzt mal. Und insofern ist es auch wichtig, tatsächlich diese verschiedenen Rückmeldungen einzuholen und mal zu schauen, wo gibt es denn eigentlich Schnittmengen, wo gibt es denn eigentlich gemeinsame Zustimmung oder wo lehnt jemand etwas ab? Und das wollen wir auswerten und im September in einem Report veröffentlichen. Und ich denke, das könnte auch nochmal ein guter Input werden, dann auch für die Politik, mal genau zu schauen, was kann man denn jetzt tatsächlich umsetzen, wo kann man nochmal was verankern und welche Schnittmengen gibt es da eigentlich schon? Also auch ein konstruktives Vorgehen. Umgekehrt natürlich legt ein Report vielleicht manchmal auch tatsächlich nochmal Schwachstellen dar oder auch ja, Bereiche, die vielleicht noch engagierter sein könnten, in denen man dann später nochmal etwas stärker hineinwirken müsste, um vielleicht an die Verantwortung auch zu gemahnen. Aber soweit erstmal. Vielen Dank, Herr Zielimekes. Also ja, das mit den Zwischenmarkern, das ist sicher eine sehr gute Idee, die dringend angegangen werden müsste, denn da ist ja wirklich noch jede Menge Reduktionspotenzial, gerade auch in Deutschland. Ich würde da jetzt eine kleine Nachfrage anschließen wollen. Gab es denn schon Rückmeldungen in Deutschland aus den zuständigen Ministerien auf das Eckpunktepapier, also das Gesundheitsministerium oder das Landwirtschaftsministerium? Können Sie uns dazu noch was sagen?
Ja, allzu tief darf ich natürlich noch keinen Einblick geben. Es laufen auch noch die Rückmeldungen. Aber in der Tat, wir haben Rückmeldungen, das freut uns sehr, aus den Ministerien erhalten. Dazu gleich noch ein bisschen mehr, auch aus Bundesämtern und beispielsweise dem Friedrich-Löffler-Institut, was sich dazu verhalten hat. Das ist schon sehr spannend. Dann von Ökoverbänden, aber eben auch Kontakte zur Fleischwirtschaft schon. Aus den Ministerien ist es so, und das wäre jetzt auch schon so ein Punkt, den könnte man vielleicht in die Debatte nochmal einbringen. Das BMEL, also das Landwirtschaftsministerium, das hat geantwortet. Das hat auch den Bewertungsbogen ausgefüllt und hat Einschätzungen angegeben und das Ganze dann Ressort abgestimmt mit dem Bundesgesundheitsministerium, mit dem Umweltministerium. Und das klingt zunächst erstmal ganz gut. Ich hätte mir allerdings gewünscht, und die Nachfrage habe ich auch gestellt, tatsächlich vom Bundesgesundheitsministerium nochmal expliziteres Verhalten zur Thematik einzufordern. Denn ein Stück weit denke ich, dass die Humanmedizin gerade bei dieser Thematik, auch bei der Thematik Reserveantibiotika, sich immer wieder auch mal ein Stück weit aus der Deckung wagen kann und nicht, also das Ressort abgestimmt, das ist gut und das brauchen wir auch, dass so etwas passiert, dass diese Prozesse da sind, zusammenzuwirken. Aber die Einschätzung aus der Humanmedizin heraus oder aus dem Bundesgesundheitsministerium auch zu sagen, wir sprechen hier von Antibiotika, die ganz besonders wichtig für den Menschen sind, und auf der anderen Seite sprechen wir von dem System, was auch aus anderen Gründen in Zweifel gezogen werden kann und umgebaut werden muss. Da erlauben wir jetzt uns als Humanmedizin auch mal ein eigenes Urteil zu. Im Prinzip, wenn ich das so sagen darf, wie Frau Dr. Jona es gerade hier auch getan hat, also die sich sehr auch sehr explizit gegen ein bestimmtes System ausgesprochen hat. Und da hätte ich mir vom Gesundheitsministerium schon auch nochmal etwas mehr Mut zugetraut. Aber das ist etwas, was wir seit ein, zwei, drei Jahren intensiv auch beobachten. Auch rund um die Debatten der EU hat man eigentlich aus dem Gesundheitsministerium selten etwas zurückgehalten. Und dann vielleicht noch einen anderen Eindruck, ich glaube, den kann ich durchaus auch schon verraten ein Stück weit. Wir wünschten uns auch durchaus mehr Rückmeldung aus der Fleischwirtschaft selbst. Also da hält man sich sehr bedeckt oder, was ich auch ein Stück weit verstehen kann, vielleicht auch sehr skeptisch. Wer ist das jetzt, die sich da bei uns melden und dann wollen die uns in einem Report vielleicht veröffentlichen und so weiter. Das ist alles nachvollziehbar. Wir versuchen aber eine transparente Kommunikation zu fahren. Alle wissen auch, wen wir sonst noch angeschrieben haben. Und da kann man schon mal so ein bisschen gucken und schauen, vielleicht auch für die Zukunft, das wird vielleicht auch ein Report-Ergebnis sein, zu sagen, okay, wo muss man nochmal rein, in welche Branche, welche Bereiche. Und da ganz speziell vielleicht nochmal, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, es ist vorhin auch schon gefallen, wir haben ja hochverbrauchende Bereiche in der Tierhaltung in Deutschland. Und das ist vor allen Dingen der Geflügelmastbereich. Also bei den Kälbern haben wir Probleme, aber vor allen Dingen im Geflügelmastbereich. Und die Geflügelwirtschaft, das ist jetzt nicht nur einfach so ein NGO-Ausspruch zu sagen, die lassen da nicht so tief blicken, was die eigentlich machen wollen, sondern das steht sogar im Evaluationsbericht der Bundesregierung zur 16. Arzneimittelgesetz-Novelle. Da steht in diesem Evaluationsbericht auch drin, dass da jetzt was passieren muss. Also man nimmt die Branche da auch ein Stück weit in die Pflicht. 40-50% der dort eingesetzten Antibiotika sind Reserveantibiotika. Und insofern, da gibt es tatsächlich noch einiges zu tun. Und so unschön es auch immer klingt, auch nochmal auf die Finger zu schauen und dann aber auch zu gucken, wo kann man jetzt die Allianzen schmieden, wo kann man zusammenkommen und wer kann welches Wort vielleicht nochmal erheben, um da auch den entsprechenden Druck auszuüben. Da geht es um die Branche, nicht um die Landwirte als solche. Das möchte ich auch nochmal betonen. Das haben wir vorhin auch schon gehört. Also im Austausch mit den Landwirten habe ich sehr viele gute Austausche, auch sehr viele gute Einblicke durchaus, was da versucht wird und versucht wurde und wo die Grenzen und die Hemmungen sind. Also da muss politisch muss einfach auch geholfen werden. Das soweit vielleicht. Ja, wenn ich das gleich ergänzen dürfte, wir hatten heute eine Aussprache mit Herrn Timmermans zur Farm-to-Fork-Strategie. Ich habe zweimal in der Debatte angesprochen, wo bleibt denn jetzt eigentlich die Maßnahmen bei der Farm-to-Fork-Strategie? 50% Reduzierung Antibiotika. Er ist mir zweimal die Antwort schuldig geblieben. Es gibt erstmal keine Vorlage. Und ich glaube, das liegt auch daran, wir haben es im Moment zu tun mit einer Kampagne sozusagen, ja, keine Mehrbelastung für die Bauern, denen geht's eh so schlecht und da dürfen wir nicht mehr tun. Und man hat ja auch gesehen vor zwei Jahren die Kampagne der Tierärzte, dass es da ruckzuck sozusagen eine Allianz gibt von Tierschützern und von Leuten, die keine Änderungen wollen, die merkwürdige Allianz, wie ich mal sage, und dass man sich an das Thema einfach nicht rantraut. Ja, das ist so ein Komplex politisch, der schwierig ist im Moment. Aber ich finde, die ganzen Vorträge haben mir gezeigt, es ist möglich, was zu tun. Und da muss man gar nicht, wohin gucken, da braucht man nach Dänemark zu schauen, ohne dass sie denen jetzt irgendwie ein völlig anderes System hätten. Das ist eines der Länder mit der intensivsten Mast. Und ich habe mit dem Deutschen Verband der Geflügelhalter geredet und da hieß es dann,
Ja, wir streben auch eine Reduktion von Cholestin an. Es ist nichts passiert. Es ist gar nichts passiert, weil es ist so völlig bequem. Und das kommt dazu, es ist billig. Es ist billiger, als eine Tierhaltung zu ändern. Und das muss man auch sehr deutlich sagen. Man verschafft sich dadurch finanzielle Vorteile, indem man halt Antibiotika einsetzt und nicht etwa jetzt was an Haltungssystem ändert. Was ich glaube, was wir alle gemeinsam noch mal viel stärker in den Vordergrund stellen müssen, ist, dass das Tierarzneimittelgesetz sagt, es darf keinen systematischen Einsatz geben. Und dieser systematische Einsatz findet sowohl in der Hühnerhaltung als auch in der Schweinehaltung dauernd statt. Es wäre jetzt an denjenigen, die die Gesetze umsetzen, eigentlich daran zu handeln. Auch in Deutschland zu sagen, nee, ihr setzt das systematisch ein, also ist da was faul im System, ändert das bitte. Und da kann ich aus leidvoller Erfahrung sagen, bei den Koalitionsverhandlungen habe ich auch darauf hingewiesen. Und da gab es dann auf der anderen Seite eine starke Lobby, die gesagt, nein, also den Tierhaltern dürfen jetzt nicht mehr wir tun, die leiden ja eh alle schon. Und da, denke ich, müssen wir auch gerade aus den Ergebnissen dieses heutigen Webinars auch deutlich machen, der Druck muss erhöht werden. Ich finde, das ist eine politische Aufgabe mit Vorrang und kein Exotenthema. Aber es wird als exotisches Thema gehandhabt. Und leider auch, wir hatten auch gedacht, man bekäme Unterstützung vom Bundesgesundheitsministerium. Auch da liegen alle ein bisschen flach in der Furche, wenn es um das Thema geht. Man möchte sich nicht mit den Tierärzten anlegen, habe ich so den Eindruck, weil Tierärzte sagen, die Humanmediziner sind schuld und die Humanmediziner sagen, die Tierärzte sind schuld. Und da schiebt man sich die Bälle hin und her, ohne dass eine Seite dann richtig eine Lösung oder meint, sie könne nicht an der richtigen Lösung mitarbeiten. Also ich glaube, es liegt auch viel an den Humanmedizinern, das Thema auch wirklich in ihren Kreisen nochmal richtig aufzugreifen. Das können wir auf Dauer nicht so stehen lassen. Vielen Dank, Martin. Das war ja schon fast ein Schlussstatement. Frau Dr. Jona, Sie bitte jetzt. Ja, ich gebe Ihnen vollkommen recht, Herr Häusling. Das ist immer die große Gefahr, dass man sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe schiebt. Das hilft bloß überhaupt nichts weiter, sondern wir müssen an all diese verschiedenen Faktoren dran. Natürlich müssen wir auch in der Humanmedizin idealerweise noch besser werden. Das ist so. Aber ich glaube auch, wir müssen als Humanmediziner auch dann mal ganz klar sagen, es sterben Menschen auf den Intensivstationen an Keimen, die wir vielleicht so nicht hätten, wenn wir weniger Reserveantibiotika in der Massentierhaltung einsetzen würden. Ich verstehe schon die Tiermediziner, die sagen, ich will das tolle Zuchtpferd mit einer Infektion will ich behandeln können. Aber das ist ja nicht unser Problem. Und das hat ja auch Herr Zimliakis vorhin an den Zahlen ganz deutlich gezeigt. Das ist doch nicht das Problem, sondern das Problem ist eben die Massentierhaltung. Und deswegen, sehe ich auch noch mal als eine Aufforderung, auch in der Bundesärztekammer das Thema immer mal wieder auf den Tisch zu bringen. Das ist, glaube ich, wichtig. Und der Hinweis einfach auch noch mal zu geben, dass möglicherweise ein gewisser Hang dazu ist, Reserveantibiotika einzusetzen, gerade weil der Druck auf den Tonnenverbrauch ist. Denn ich kann mit Tetrazyklinen, also die früher häufig eingesetzten Antibiotika, da brauche ich 80 Milligramm, um ein Kilo Schwein zu behandeln. Bei einem Cephalosporin brauche ich nur 2 Milligramm, um ein Kilo Schwein zu behandeln. Also das sind Riesendimensionen dazwischen und das führt natürlich zu dem Hang, gerade die Antibiotika einzusetzen, was natürlich genau das Gegenteil von dem ist, was wir in der Humanmedizin wollen. Vielen Dank. Herr Zilimekis, bitte. Ja, danke schön. Ich schließe kurz an den humanen medizinischen Impuls an. Ich habe in den Debatten oft das Gefühl, dass die Gefahr, die aus der oder die riesigen Gefahren, die aus dem Einsatz in der industriellen Tierhaltung resultieren, noch allzu sehr klein geredet werden. Also Imke Lewis hat es ja vorhin versucht, mal zu zeigen, was ist eigentlich der Anteil der Resistenzen ist aus der Tierhaltung. Und da fehlt es eben noch an ausreichend Studien durchaus, aber gleichwohl bezweifelt ja keiner, also kein Wissenschaftler, niemand bezweifelt, dass diese Risiken und Gefahren da sind. Und ich glaube, da könnte noch mal etwas nachgelegt werden, vielleicht, Frau Jona, weil Sie es gerade auch erwähnten,
dieser Blick auf die Intensivstation, also das eben auch zu zeigen, also das mal öffentlicher zu machen, wo die Gefahren eigentlich liegen, die Risiken liegen und welche Verbindungen man auch schon ziehen oder auch benennen kann. Das wäre, glaube ich, nochmal ganz wichtig, weil es eben allzu oft klein geredet wird. Und zu Martins Häusling-Input, ja, ich befürchte auch, dass es nicht ohne Druck geht, denn wir kommen jetzt gerade politisch in so eine Wartehaltung rein. Die EU-Tierarzneimittelverordnung, die gilt seit dem letzten Jahr und darin festgeschrieben ist, jetzt wollen wir mal erstmal ein paar, also wie immer, wir wollen erstmal Daten erheben oder das machen wir mal ein paar Jahre. Und wenn man dann nachfragt, wann kommt denn eigentlich der Bericht dazu, also wann wertet ihr das aus, weiß man das noch gar nicht so richtig. Und wenn wir jetzt aber mal schauen, wir sind 2023, 2030 sollen wir eigentlich sowohl in Europa als auch in Deutschland die Antibiotika nochmal halbiert haben, den Verbrauch. Dann befürchte ich, dass das nichts wird, wenn wir erstmal abwarten, was uns irgendwelche Auswertungen sagen. Gleichwohl sind sie wichtig, das will ich gar nicht bezweifeln. Natürlich ist es wichtig, genau zu schauen, bei welchen Tieren wird was genau, wie oft und wie viel eingesetzt. Das ist alles wichtig, aber ich glaube, da haben wir keine Zeit, groß zu warten. Und in Deutschland passiert das Gleiche. Also mit der Umsetzung dann jetzt das neue Tierarzneimittelgesetz geht man in so eine Wartehaltung rein. Daher ist die Chance jetzt eigentlich gerade da und das haben wir eigentlich von der deutschen Antibiotika-Resistenzstrategie erwartet. Ich habe mir heute tatsächlich, habe ich es erst geschafft, diesen ersten Teil, der da ausformuliert wurde, genauer anzuschauen. Was schon mal gut ist, da wird das Systemische durchaus angesprochen, also die Haltungsbedingungen und so weiter, das findet daran statt. Jetzt muss man aber genau hingucken, was kommt dann in diesem zweiten Teil der Strategie, in diesem Aktionsplan heißt es, glaube ich. Das weiß ich jetzt nicht genau, wie es heißt, aber das soll demnächst dann eben auch noch folgen. Da muss man nochmal genau hingucken, ist das dann auch wirklich Aktion oder ist das dann irgendwie sowas wie... im ersten Teil haben wir gesagt, die Haltungsbedingungen sind, aber wir warten jetzt erstmal ab, was wir so ermitteln, weil wir es der EU ja auch übermitteln. So, das darf es natürlich nicht sein. Und die Tiergesundheitsstrategie ist eben tatsächlich jetzt gerade wird sie wahrscheinlich erarbeitet. Ich kriege immer keine Informationen aus dem Ministerium, wer da genau drin ist und wann. Aber es wird jetzt erarbeitet, steht ja im Koalitionsvertrag und daher ist jetzt politischer Druck notwendig. Und das eben, wir haben es ja jetzt ein paar Mal auch gesagt, vor allen Dingen auch aus der Humanmedizin, gerade bei der Thematik. Vielen Dank und gleich direkt weiter an Herrn Dr. Striezel. Ja, vielleicht wäre es ja mal sinnvoll, wenn sowohl Humanmedizin als auch Tiermedizin in einem Ministerium untergebracht werden. Dann würde man das sich nicht mehr so hin und her schieben können. Das wäre ja vielleicht mal eine Maßnahme im Sinne von One Health. Das nur mal so nebenbei. Aber ich denke, was wir hier auch sehen, eigentlich wäre ja die Möglichkeit auch gerade auf EU-Ebene, man hat sich den ökologischen Landbau ja auch als Beispiel genommen und hat gesagt, wir wollen das voranbringen. Das würde ja auch gleichzeitig dazu beitragen, dass weniger Tiere intensiv gehalten werden. Und das würde ja auch gleichzeitig eine Reduzierung bedingen, wenn man das umsetzen würde. Das heißt also, die Reduzierung von Tierhaltung auf der Fläche, das wäre, und nicht mehr die Konzentration in einzelnen Ballungsräumen, das wäre ja auch ein wesentlicher Punkt. Nicht nur die Anzahl von Tieren in einem Betrieb, sondern insgesamt in der Fläche. Das wäre vielleicht noch ein Punkt, den man auch angreifen könnte. Ne? Ja, so, jetzt fühlt sich jetzt Herr Limekis nochmal herausgefordert. Ganz kurz, weil es, glaube ich, ein passender Punkt ist, vielleicht, dem würde ich zustimmen, was Andreas Striezel gerade gesagt hat. Was ich vorhin nicht erwähnt habe, ist diese aktuellen Studien, auch die globalen Studien, die benennen folgende Hotspots und das ist ganz spannend. Andreas, ich sage jetzt mal du, wir kennen uns ja, du hast von Asien gezeigt und das ist tatsächlich einer der großen Hotspots, wo man in den nächsten Jahren hingucken muss, aber die Studie benennt dann eben auch Norditalien, Zentralpolen und Norddeutschland. So, das sind die Hotspots der Welt. So, und das zeigt uns auch nochmal, und das sind dann, wenn man sich dann die Zahlen des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit anschaut, ist es halt Nordwestdeutschland, dann kommen wir nach Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen und in die Intensivgebiete. Und genau das ist der Punkt zu sagen, die Intensivgebiete, die muss man auch auflösen ein Stück weit. Also da führt gar keine politische Debatte drumherum eigentlich, das auch mal zu benennen. Das muss klar ausgesprochen werden, dass man da einfach ansetzen muss. Und zur ökologischen Tierhaltung, da weiß ich auch, da gibt es welche, ich glaube heute auch hier im Forum, wenn ich es richtig gesehen habe, die würden die Tiergesundheit nochmal sagen, das hat man auch im Ökolandbau noch zu tun, aber alle Ergebnisse, die man bislang hat und das zeigen auch die Verbraucher eben da, zeigen, dass die Resistenzen aus der ökologischen Tierhaltung insgesamt deutlich geringer sind als aus der konventionellen Tierhaltung. Und da sehen wir, also zumindest, wir sehen ja die Richtungszeiger, wir sehen deutlich den Kompass und in welche Richtung es gehen muss. Dr. Striezel gleich. Ja, nochmal ergänzend zu dir, Costa. Und wir haben ja dann noch eine andere Seite, nämlich wir haben Südamerika. Südamerika ist ja auch ein Hotspot. Und jetzt machen wir ein Mercosur-Abkommen. Und da wird Fleisch aus Südamerika zu uns kommen.
Und der Verbrauch in Südamerika wird steigen. Und da müssen wir eigentlich darauf achten, dass wir da nicht auf dem Umweg sozusagen uns die Resistenzen auch gleich mit einverleiben. Das wollte ich nur am Rande bemerkt haben, weil das ist tatsächlich auch ein weiterer Hotspot neben denen, die du schon genannt hast, Costa. Das führt mich dazu, wir machen dazu noch eine Veranstaltung zu dem Thema Mercosur, weil das kann ich nur bestätigen. Ich selber war in Südamerika in dem Schlachthof, wo der größte Schlachthof weltweit für Rinder, alle halbe Minute ein Rind. Auf die Frage, wo kommen sie denn her? Natürlich kommen sie alle aus Gebieten, die immer schon entwaldet waren. Und zweitens sind ja alle vorher medizinisch untersucht worden. Ne? Also so viel zur Sicherheit. Und das ist auch ein Problem, ich sage mal sehr deutlich, in der europäischen Diskussion. Weil wenn wir in Europa was verschärfen, kommt so Sekunden später die Antwort, ja, aber was ist denn mit den Importen? Und das ist auch durchaus berechtigt von Seiten der europäischen Bauern. Wenn ich hier Richtlinien verschärfe, die muss ich verschärfen, dann heißt das natürlich gleichzeitig auch, ich kann nicht einen ungebremsten Import zulassen von Regionen, wo ich genau weiß, da gibt es weder Kontrollen noch sozusagen staatlichen Organe, die in der Lage sind, das zu kontrollieren. Da ist nicht nur Mercosur, wir kriegen auch viel Hähnchenfleisch aus Thailand, das ist ganz gleich. Und ein Problem ist schon mal angesprochen worden hier, die Antibiotikaproduktion haben wir ja komplett ausgelagert nach Indien, nach China. Und wenn man sich da die Situation anguckt in den Flüssen, dann braucht man sich nicht zu wundern, dass wir da ein Problem global mit uns schleppen. Und ich denke, da müssen wir auch drüber reden. Also das ist ein globales Problem. Ich hoffe nochmal, wir sind jetzt 32, wir müssen jetzt zu Ende kommen. Wir könnten hier noch stundenlang drüber reden, weil ich darf mich wirklich bei allen wirklich sehr, sehr herzlich bedanken für diesen wirklich tollen Einblick. Und es hat mich nochmal bekräftigt, und ich glaube, Lena genauso, dass wir dem Thema nochmal absolut hohe Priorität hier einräumen an der europäischen Bühne. Und wir haben viele Gesetzgebungsverfahren, aber wir sollten auch da dranbleiben. Wir wollen nicht noch 5 Jahre warten, bis dann ein Ergebnis kommt. Und ich kann mir vorstellen, wie das Ergebnis aussieht. So viel hat sich nicht geändert. Es wird sich nicht viel ändern, weil tatsächlich diese Gesetzesvorhaben zwar gut sind, aber schlecht umgesetzt werden. Und das ist eigentlich das eigentliche Problem. Gut, so Gesetze zu machen, heißt so lange nicht, dass sich das anschließend ändert, wenn es in den nationalen Behörden, und da ist Deutschland auch mit dabei, nicht konsequent durchgegriffen wird. Und wenn wir das nicht machen, dann wird das Problem noch ein paar Jahre vor sich hin wabern. Mich wundert auch eins, vor 2 Wochen, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, Lena, was glaube ich gesagt, gab es ja den Fall auf Lidl-Fleisch wieder antibiotikaresistente Keime. Das hätte vor 2 Jahren wahrscheinlich noch einen Blätterstock durch die Zeitungsstock gegeben. Da dachte man, huch, was ist da? Mittlerweile, ja, ein paar Fachblätter haben es, glaube ich, gebracht, aber es hat keinen mehr großartig aufgeregt. Entweder hat man sich daran gewöhnt oder man denkt, das ist vielleicht doch nicht so gefährlich. Und ich komme nochmal auf die Debatte, die ich zu Hause habe, zurück. Und ich sage auch, wie da Behördenversagen vor Ort läuft. Also wir haben einen Betrieb mit 100.000 geschlachteten Hähnchen am Tag, mit einer ganz normalen Kläranlage, dessen Abwässer in einem offenen Graben ohne Vorfluter durch eine Kleinstadt, das ist Gutenberg, fließt. Und keiner kontrolliert, keiner schaut nach. Man verlässt sich darauf, dass der Betrieb sagt, alles sauber, alles in Ordnung. Und noch nicht mal hätte es ein bei uns in Hessen Regierungspräsidium, ein Ministerium für nötig, überhaupt mal nachzuschauen und Proben zu nehmen. Was ist denn da? Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei 100.000 Hähnchen, wo genau, ich weiß, 90% dieser Tiere bekommen Antibiotika regelmäßig, dass da überhaupt nichts in die Gewässer oder in die Kläranlage kommt. Das kann ich mir am besten nicht vorstellen. Aber da wird einfach totgeschwiegen, weil es ist ja ein großer Arbeitgeber vor Ort. Und sowas dürfen wir einfach gemeinsam nicht mehr zulassen. Und ich hoffe, das ist heute nochmal, ich freue mich, dass alle, die dabei sind, auch drin geblieben sind, ein Weckruf für alle, sich das um das Thema wirklich nochmal intensiv zu kümmern und auch nochmal Initiativen vor Ort zu starten, den Ministerien auf die Füße treten, den Aufsichtsbehörden auf die Füße zu treten, aber auch bei den Handelsunternehmen, weil eins ist nicht interessant, was Andreas Stritzig gesagt hat, wenn der Handel was einfordert, wenn der Handel jetzt sagt, wir nehmen diese Hähnchen nicht mehr, die vorher mit einer Metaphylaxe behandelt wurden oder mit Reserveantibiotika, bin ich mir ziemlich sicher, 2 Tage später reagiert der Markt und reagiert die Produktion.
Leider passiert das nicht. Das ist aber zum Beispiel bei Pestiziden passiert, weil Unternehmen gesagt haben, wir akzeptieren nur noch den halben Grenzwert und nicht das, was gesetzlich vorgegeben ist. Das würde ich mir auch vom Handel wünschen. Den Handel nehmen wir das nächste Mal mit in die Diskussion. Von mir aus auch den Bundesverband praktizierender Tierärzte, die uns hoffentlich heute Abend sehr intensiv zugehört haben und vielleicht ihre Kampagne nochmal überdenken, damit wir gemeinsam zu Lösungen kommen. Ich darf mich, wie gesagt, nochmal ganz, ganz herzlich bei allen danken. Ich bedanke mich auch vor allem bei Lena, die das hervorragend moderiert hat. Ich kann jedem nur noch mal empfehlen, in die Studie reinzugucken, weil Dr. Andreas Driesel hat wirklich hervorragend seinen Kollegen was vorgelegt, auf das man sich auch berufen kann. Und ich hoffe, das sehen auch genügend Leute noch. Damit darf ich mich bei allen ganz herzlich bedanken für die Diskussion, für die Zeit, die Sie hier mit investiert haben und hoffe, wir alle sehen uns beim nächsten Mal bei hoffentlich besseren Zahlen und politischen Maßnahmen denn wieder. Vielen Dank und guten Abend.